2:0 und vor allen Dingen auch für dich, der Elfer, gehalten, mal zu 0 gespielt. Was ist heute anders gelaufen als gegen Union? Ja, wir dürfen nicht vergessen, gegen Union haben wir eine grottenschlechte erste Hälfte gespielt. Da haben wir auch nicht schön geredet, sondern haben ganz klar gesagt oder die Fehler angesprochen, die wir gemacht haben. In der zweiten Halbzeit, auch gegen Union, habe ich eine andere Mannschaft auf dem Feld gesehen. Und das, was die Mannschaft in der zweiten Halbzeit gegen Union gezeigt hat, teilweise schon mit dem Kampfgeist und so weiter, das haben wir heute hier in das Spiel gebracht. Und es geht nur über Teamleistung und Engagement. Und können wir auch viele Gegner schlagen. Und das ist unser Ziel und das haben wir heute auf den Rasen gebracht. Genau, auch von der Abwehr war heute sehr, sehr viel Gutes zu sehen. Ne? Also auch wieder im Gegensatz zu diesen ganzen anderen Spielen. Ne? Und vor allem auch in der zweiten Halbzeit kam noch Pressing dazu, was man auch eher vermisst hat in den letzten Spielen. Ja, na, wir haben ja gesagt, wir befinden uns auf dem Weg und wir haben hier einen ganz eindeutigen Plan und wir haben nicht gesagt, dass wir dieses Jahr gleich aufsteigen wollen. Unser Ziel ist ganz einfach, dass wir uns verbessern im Gegensatz zu letztem Jahr und da gilt es eben die Entwicklung weiterzuführen und das kann nicht von heute auf morgen gehen, das geht in Etappen und ich denke, dass wir heute das auch gezeigt haben, was wir im Training jeden Tag eben uns erarbeiten und zeigen. Und das ist eben das Schöne an dem Sonntag heute, weil wir endlich mal das gezeigt haben, was wir können. Genau, es sah auf jeden Fall sehr, sehr gut, nach sehr, sehr gutem Fußball aus. Ganz kurz noch, Elfer oder kein Elfer? Ich muss sagen, ich halte den Ball mit der linken Hand. Ich frage mich, warum er pfeift. Ja? Also deswegen war ich auch so ein bisschen außer mir. Weil, ich sag mal, wenn ich ihn treffe, ich habe ihn getroffen, aber ich habe den Ball auch erhalten. Und deswegen ist für mich gar kein Elfmeter. Vergessen, 2:0, so kann es weitergehen. Genau, danke. Danke dir auch. Fuchser, 2:0, Startaufstellung, das Ding noch gemacht heute, also es sah sehr, sehr einfach aus. Naja, ich glaube einfach war es nicht. Es war schon ein hartes Stück Arbeit. Ich denke auch, erste Halbzeit ist nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir haben zwar gut gestanden, aber ja, Elfmeter, zum Glück hat Tische Ding gehalten. Und das hat uns so ein bisschen Auftrieb gegeben. Ich denke, wenn man so eine schlechte Phase hat, dann braucht man nochmal so Erfolgserlebnisse. Und das kann so ein Elfmeter auch mal sein. Und dann haben wir es in der zweiten Halbzeit, denke ich, ganz gut gespielt. Bist du heute nach Hause und machst ein Kreuz auf deiner To-Do-Liste zwecks Jena? Es ist einfach eine Sache, die schon länger, ja, länger her ist, schon weit weg ist. Und ja, ich gucke nicht nach hinten, ich gucke immer nach vorne. Natürlich ist es eine kleine Befriedigung, wenn man so weggeschickt wird, dass man ein Tor gegen die Mannschaft macht. Aber das Rückspiel kommt auch noch und dann wollen wir da auch erfolgreich sein. Genau, denn auf jeden Fall viel Glück für die kommende weitere Saison. Danke dir auch. Ja, Glückwunsch zum Sieg, 2:0. Wir haben heute eine Leistung gesehen vom FCM, die wünscht man sich immer, zu jedem Spiel. Ja, das glaube ich. Wir wünschen uns das auch. Wir Woche für Woche arbeiten wir einfach darauf hinaus. Mal klappt es mehr, mal klappt es weniger. Es hat immer seine Gründe, warum es so ist. Aber ich denke mal, heute war eine absolut disziplinierte Mannschaft auf dem Feld, die am Ende auch als verdienter Sieger vom Platz gegangen ist. Genau, es war ja, vom Spielsystem her, vom Aufbau, es war einfach, man hat gesehen, dass ihr es könnt. Ja, denn versteht man nicht, warum das gegen Berliner AK oder gegen Union sowas von in die Hose geht. Ja, da, wie schon gesagt, es hat immer seine Gründe, warum man vielleicht eine Taktik nicht aufgeht, vielleicht werden wir zu schnell überrumpelt, dann geht die ganze Taktik, die man sich vorgenommen hat, natürlich auch kaputt. Aber nichtsdestotrotz, wir arbeiten jede Woche daran, unsere Fehler abzustellen und was uns heute über größte Teile des Spiels gelungen ist, wollen wir auch wieder im nächsten Spiel hineinbringen und dann denke ich mal, können wir uns auf die nächsten Spiele freuen und wir werden versuchen, das gleiche Gesicht wie heute wieder zu zeigen. Genau, das wünschen wir uns und dann viel Glück dabei. Ne? Dank. Danke dir.